Jo, Freunde der Gerichtsprozesse, dieses Urteil schockt ganz Deutschland. Hätte die Bild-Zeitung genauso drucken können. Denn letzte Woche wurde im Fall Christoph Metzelder im Amtsgericht Düsseldorf verhandelt und er wurde zu 10 Monaten Bewährung verurteilt. Dieser soll nämlich in 26 Fällen Kinder-Erwachsenen-Filmchen weitergeschickt haben, wo kleine Kinder Haha-Hihi mit Erwachsenen machen oder grundsätzlich ohne Anziehsachen zu sehen sind. Ja, ich tue wirklich alles für die Werbefreundlichkeit. Insgesamt sollen aus seinem Handy 297 dieser Dateien festgestellt worden sein, wovon einige allerdings nur Screenshots gewesen sind. Puh, da haben die Kinder ja nochmal Glück gehabt. Ein Großteil dieser Sachen soll sich im Chat mit einer Frau abgespielt haben, die ihn auch später bei der Polizei verpfiffen hat. Die hat selber in einem Interview gesagt, dass sie darauf eingegangen ist und dass sie ihn quasi so ein bisschen dazu provoziert hat, immer weiter und härtere Fantasien zu posten. Deswegen wird sie übrigens wahrscheinlich auch strafrechtlich verfolgt, denn auch das Motivieren zu einer Straftat ist bereits eine Straftat. Wie gesagt, wurde er jetzt zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt, allerdings hat die Staatsanwaltschaft bereits Berufung eingelegt, da das Einziehen des Mobiltelefons mit den ganzen Dateien noch nicht entschieden worden sei. Das Urteil ist natürlich für den Pöbel der Gesellschaft überhaupt nicht vertretbar, denn Leute, die sowas teilen, sollen natürlich für immer ins Gefängnis gesperrt werden. Bevor wir allerdings zu diesen Leuten kommen, erstmal meine Meinung zu dem Urteil. Naja, es ist halt schon wirklich sehr, sehr schwierig, denn moralisch gesehen sind 10 Monate auf Bewährung dafür, dass er extrem viele Dateien weitergeschickt hat, halt absolut unverständlich. Also ich finde, er muss nicht lebenslang ins Gefängnis, aber so ein paar Jahre hätten ihm sicherlich ganz gut getan. Strafrechtlich gesehen muss man allerdings sagen, dass bei den jetzigen Gesetzen diese Strafe absolut angebracht ist. Es gibt zum Beispiel einige Punkte, die sich strafmildernd auf das Urteil ausgewirkt haben. Metzelder ist beispielsweise bisher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, daher ist er ein Ersttäter und die bekommen grundsätzlich keine so hohe Strafe. Darüber hinaus hat er auch schon selbst eine Therapie angefangen, um sein Verhalten, was das angeht, zu verbessern. Er hat von sich aus also schon Bereitschaft gezeigt, sein Verhalten zu ändern. Das ist übrigens ganz wichtig, keine Therapie gegen Pädophilie, denn laut eigener Aussage bzw. laut Aussage seines Anwalts ist er nicht Pädophil, sondern es geht da grundsätzlich um das sexuelle Verhalten mit Frauen gegenüber oder irgendwie sowas. Wir können ihn natürlich jetzt nicht beweisen, ob er Pädophil ist oder nicht, aber wer ganz klar Kinder-, Erwachsenenfilme mit anderen teilt und sehr ekelhafte Fantasien per Chat austauscht, was man gerne mit ihnen machen würde, schwierig. Also eigentlich ist das ja genau das, was das Wort bedeutet. Dazu hat er echte Reue gezeigt und auch ein Teilgeständnis abgegeben. Ja, das Ganze ist halt relativ schwierig. Dass sich das strafmildernd wirkt, macht in einigen Fällen halt schon Sinn. Zum Beispiel, wenn dadurch den Opfern eine Aussage erspart bleibt, weil er es halt schon selber zugegeben hat. Ein Grund, warum das Ganze strafmildernd wirkt, ist zum Beispiel, weil der Staat dann davon ausgeht, dass du ja schon selber eingesehen hast, dass das nicht gut gewesen ist, was du gemacht hast und deswegen eher weniger rückfällig wirst. Ich habe dazu einfach mal eine Arbeit von Johann Endres in der Beschreibung verlinkt, der hat sich nämlich genau mit diesem Thema befasst. Er konnte in seiner Arbeit zum Beispiel nicht feststellen, dass geständige Leute deutlich weniger rückfällig werden als Leute, die ihre Tat geleugnet haben. Man hat hier allerdings nur eine Gruppe von 688 Leuten, also nicht allzu viel. Die Rückfallquote bei geständigen Leuten lag bei 40%, bei Leugnern gerade mal bei 43,5%. Also der Unterschied von 3,5% ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Also, dass er aufgrund dessen eine niedrigere Strafe bekommen hat, kann ich jetzt eher so semi nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Was sich natürlich noch strafmildernd ausgewirkt hat und was dann schon wieder mehr Sinn macht, ist halt die öffentliche Wahrnehmung des Ganzen. Denn vor den Medien wurde er schon vor diesem Urteil ganz klar als Täter abgestempelt und das zerstört natürlich den Ruf der Person. Mal abgesehen davon, dass es nach dem Urteil halt sowieso ein zerstörter Ruf ist. Denn in der Öffentlichkeit kann er sich jetzt halt quasi überhaupt nicht mehr blicken lassen. Der Typ muss überall mit Anfeindungen rechnen und einen Job wird er wohl so schnell auch nicht bekommen. Ein TV-Experte wird er wohl in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wohl eher nicht werden und er war zum Beispiel in den Fußballakademien unterwegs und hat da so Lehrgänge gegeben. Ich schätze mal, dass auch das erstmal nicht mehr möglich sein wird. Die Bestrafung kommt ja also nicht alleine vom Staat, sondern auch von der Gesellschaft, aus der er jetzt zu großen Teilen ganz klar ausgeschlossen wird. In Deutschland können dazu Freiheitsstrafen, die unter 2 Jahren verhängt werden, auf Bewährung ausgesetzt werden. Gerade bei Ersttätern ist das sehr, sehr oft der Fall, da man hier alleine mit der Abschreckung hofft, dass die nicht wieder rückfällig werden und man sie auch nicht aus ihrem gewohnten Umfeld rausziehen möchte, indem man sie halt für eine bestimmte Zeit in den Knast steckt. Metzelders Anwalt sagt übrigens, dass er nicht ist. Man hat ja auch seinen Computer und sein Handy einkassiert und zumindest ist er nicht in irgendwelchen Foren unterwegs gewesen oder hatte Kontakt zu Menschen, die diese Neigung besitzen. Das muss man hier ja auch ganz klar sagen. Es konnte also gerichtlich nicht bewiesen werden, dass er tatsächlich ist, was sich wahrscheinlich auch nochmal auf das Urteil ausgewirkt hat.
Was allerdings auch keinen Unterschied macht. Ich meine, wenn ich das unterstütze, ist es doch egal, ob ich darauf stehe oder nicht. Bei solchen Straftaten, die mit Kindern zu tun haben, wird leider immer sehr emotional an die Sache gegangen und überhaupt nicht objektiv drauf geguckt. Natürlich kann man ihn auch für immer wegsperren, aber was soll das bringen? Und was wären die Konsequenzen daraus? Wenn jemand einen anderen Menschen umbringt, dann zerstört er auch das Leben der Personen in dem Umfeld, der Ermordete gewesen ist. Genauso kann jemand, der einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, danach auch sein ganzes Leben psychische Probleme haben. Sein Leben ist also dann quasi zerstört. Soll man solche Leute dann auch für immer in den Knast stecken? Also wo hört es auf und wo fängt es an? Oder zählt das Ganze nur für Kinder? Was mich an dieser Debatte aber am meisten aufregt, ist halt die Tatsache, dass jetzt emotional irgendwelche Dinge miteinander verglichen werden, die nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel das hier. Zum Vergleich. Das ist Deutschland. Christoph Metzelder bekommt eine Bewährungsstrafe, während eine Rentnerin ins Gefängnis muss, die nur aus Hunger gestohlen hat. Hier wird ganz klar versucht, per mega billiger Propaganda emotional an ein Thema ranzugehen und zwei Fälle miteinander zu vergleichen, die man halt leider überhaupt nicht vergleichen kann. Zu Metzelder habe ich ja schon gesagt, Ersttäter, blabliblub, das haben wir alle schon durch. Bei der Rentnerin wird natürlich nur das gezeigt, was man emotional nutzen kann. Und zwar, dass sie ins Gefängnis muss, weil sie aus Hungersnot geklaut hat und dass sogar ihr Gnadenbesuch abgelehnt wurde. Man kann zwei Fälle aber nicht so plump miteinander vergleichen, wenn man die Hintergründe überhaupt nicht kennt. Die 84-Jährige wurde im Vorfeld schon 5-mal beim Klauen erwischt. Sie hat bei diesen Taten einmal eine Geldstrafe bekommen und 2-mal wurde sie auf Bewährung verurteilt. Während ihrer Bewährung wurde sie allerdings wieder erwischt und muss jetzt für 90 Tage in den Knast. Natürlich ist das Ganze erstmal moralisch gesehen mega traurig. Wie kann es sein, dass jemand sein ganzes Leben hier arbeitet und dann nicht mal in Würde altern kann, weil er überhaupt kein Geld zur Verfügung hat? Hier muss man aber auch dazu sagen, dass ihr eigentlich eine Aufstockung der Rente zusteht. Keine Ahnung, warum sie die nicht bekommt oder beantragt oder whatever. In dem Artikel wird dazu auch nichts geschrieben. Aber mal abgesehen von diesen ganzen moralischen Fragen, strafrechtlich ist es doch absolut richtig. Sie ist eine mehrfache Wiederholungstäterin und hat während ihrer Bewährungsstrafe wieder geklaut. Natürlich muss sie dann irgendwann ins Gefängnis. Die Richterin ist nicht für das Privatleben der Person verantwortlich. Wenn du siehst, dass du immer wieder eine Straftat begehst, natürlich musst du dann irgendwann in den Knast. Und einen Gnadenbesuch gibt es für solche Leute auch nicht. Das ist für ganz andere Ausnahmefälle gedacht. Hier werden zwei Sachen miteinander verglichen, die man einfach nicht vergleichen kann, einfach nur um höchst emotional an dieses Thema ranzugehen. Auch Robert 1984, official, geiler Name auf jeden Fall, hat auf Instagram ein Video gepostet, wo er sich mit diesem Fall beschäftigt. Ich kannte diese Person vorher nicht, habe aber nach diesem Video auch keine Lust, mich weiter mit dem zu beschäftigen. Er sagt in einem 9-Minuten-Statement, wo er am Anfang erstmal auf eine Geschichte eingeht, die nichts mit dem Fall zu tun hat, folgendes. Und in dieser Blase geht es nie um das Leid, das die Kinder auf diesen Videos oder auf diesen Bildern erleiden. Ja, richtig, darum geht es nicht. Macht ja auch Sinn, oder nicht? Beim Strafrecht geht es darum, den Täter eine Strafe für seine Tat zu geben. Nicht darum, das Leid der Opfer irgendwie wieder auszugleichen. Dafür gibt es das sogenannte Zivilrecht. Alle Kinder, die in diesen Videos zu sehen sind, könnten rein theoretisch zivilrechtlich gegen Metzelder vorgehen und Schadensersatz erklagen. Das wird natürlich nicht passieren, aber trotzdem ist das Strafrecht nicht dafür da, das Leid der Opfer irgendwie wieder auszugleichen. Was hätten die Kinder denn davon, wenn er jetzt 10 Jahre in den Knast muss oder so? Naja, absolut gar nichts. Die haben immer noch ihre eigenen Probleme und das ganz, ganz andere. Ob dieser Typ jetzt im Knast ist oder nicht, wird die im Leben wirklich überhaupt nicht interessieren. Diese Strafe soll keine Genugtuung für das Opfer sein. Das ist in Deutschland ganz klar getrennt. Vielleicht sollte man sich minimal mit dem Thema auseinandersetzen, bevor man solche Videos macht. Aber wenn er heute Abend um 10 nach 12 in seinem Garten steht und die Polizei ihn dabei erwischt, dann kostet das 500 Euro. Aber wenn du so viele Bilddateien hast und Videodateien, dann kostet dich das 10 Monate auf Bewährung. Das heißt, du musst noch nicht mal ins Portemonnaie dafür. Kurze Zeit später sagt er dann übrigens Folgendes. Aber stell dich mal um 10 nach 12 in deinen Garten. Ich will das nicht miteinander vergleichen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du willst es nicht damit vergleichen, aber vergleichst es dann 2-mal innerhalb von einer Minute. Good job. Er ist jetzt also hier der Meinung, dass eine Geldstrafe eine deutlich höhere Strafe ist als eine Bewährungsstrafe. Wenn man sich wirklich so wenig mit dem Rechtssystem in Deutschland auskennt, dann hör doch bitte auf, solche Videos zu machen. Die Staffelung ist wie folgt. Das höchste ist eine Freiheitsstrafe, das zweite ist eine Freiheitsstrafe auf Bewährung und erst darunter kommt die Geldstrafe. Im polizeilichen Führungszeugnis wird man die Bewährungsstrafe jetzt auf jeden Fall finden. Ob das bei einer Geldstrafe genauso gewesen wäre, ist ziemlich fraglich, denn ob die als Ersttäter über 90 liegt, schwierig. Dazu kommt halt noch, dass wenn er jetzt während seiner Bewährungsstrafe wieder wegen irgendwas verurteilt wird oder irgendwas macht, landet er halt direkt
im Knast. Das Ganze wäre bei einer Geldstrafe nicht so gewesen, da er dann entweder wieder zu einer Geldstrafe verurteilt worden wäre oder erst dann zur Bewährung. Dass er dann beim zweiten Fall direkt im Knast landet, ist halt doch eher unwahrscheinlich. Mal abgesehen davon wurde sein monatliches Einkommen auf 30.000 Euro geschätzt, sein Vermögen auf ungefähr 7. Glaubst du wirklich, es würde ihm jucken, ob er 60 oder 90.000 Euro zahlen müsste? Das macht er einfach bar, legt das auf den Tisch und verlässt den Gerichtssaal wieder. Eine Bewährungsstrafe ist die deutlich höhere Strafe, auch wenn er an sich vielleicht für das Urteil an sich kein Geld zahlen muss. Wahrscheinlich hätte der Typ sich bei einer Geldstrafe auch darüber beschwert, warum es nicht wenigstens eine Bewährungsstrafe geworden wäre. Also davon mal ganz abgesehen. Und der Vergleich mit der Ausgangssperre, was er ja sogar zweimal gebracht hat, ist halt wirklich absolut dämlich. Erstmal ist es erlaubt, in seinem Privatgarten zu chillen, solange das kein öffentlicher Park ist. Das heißt, das macht schon mal überhaupt keinen Sinn, dass er das gesagt hat. Aber selbst wenn das verboten wäre, wäre es halt eine Ordnungswidrigkeit. Was wäre denn deiner Meinung nach die gerechtere Strafe? Soll die Polizei dafür sorgen, dass du dich vor Gericht verantworten musst, damit die Leute auch eine Bewährungsstrafe bekommen? Natürlich kriegt man dann nur eine Geldauflage. Was soll man denn sonst machen? Dich in den Knast stecken oder was? Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder keine Ahnung, ich habe das Gefühl, diese Leute haben hier einen Sonderstatus. Die wollen wir nicht ins Gefängnis stecken. Das wäre viel zu kompliziert. Auch das ist mal wieder keine kluge Aussage. Wenn ich bei Google einfach Kinder, hihi, haha, Knast eingebe, dann kommen komischerweise sau viele Fälle, wo Leute in den Knast müssen. Das Problem, dass Deutschland eher Strafen auf Bewährung aussetzt, als dass Leute wirklich in den Knast müssen, hat nichts mit der Straftatart zu tun, sondern ist ein allgemeines Problem, wenn man das denn überhaupt als Problem sieht. Das Ganze sieht man zum Beispiel in der Arbeitsstrafrechtspflege in Deutschland aus dem Jahre 2019. Hier sieht man, wie viele Straftaten es gibt und wie viele dann schlussendlich im Gefängnis landen. Von 486.000 Verurteilten wurden gerade mal 105.000 zu Freiheits- oder Jugendstrafen verurteilt. Davon gingen lediglich 35.000 wirklich ins Gefängnis. Die anderen 70.000 wurden auf Bewährung in Freiheit gelassen. Das Ganze ist also kein Problem bei Straftaten gegenüber Kindern, sondern ein allgemeines Problem bei Straftaten, dass in Deutschland die Leute eher weniger in den Knast müssen. Ob man das Ganze jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Knast ist normalerweise auch keine Lösung. Schaut euch dazu einfach mal das Video von Simplicissimus an. Der Typ versucht, die Leute hier also ganz klar emotional aufzuhetzen, durch dämliche Vergleiche und irgendwelche Geschichten, die nichts mit der Tat zu tun haben. So kommt man bei dem Thema nicht weiter und den Opfern wird halt auch nicht geholfen. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich persönlich finde, dass solche Straftaten gegen Kinder deutlich härter bestraft werden müssen. Für das, was Merzel da gemacht hat, sieht der Staat eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 5 Jahren vor. Das ist halt schon ziemlich wenig, also zumindest die 3 Monate. Warum erhöht man das Ganze nicht zum Beispiel auf 2 Jahre bis 5 Monate? Denn dann müssten die Leute auch deutlich wahrscheinlicher in den Knast. Das Urteil ist aber im Rahmen der jetzigen Gesetze absolut verständlich. Die Staatsanwaltschaft hat 14 Monate gefordert, 10 sind es geworden. Schlussendlich muss man aber sagen, dass solche Leute für immer wegzusperren halt auch keine Lösung ist und den Opfern so auch nicht geholfen wird. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.